Hi, weiter geht's bei God of War Ragnarok. Wir sind frisch in Niflheim angekommen. Das ist ein optionaler Moment, Abschnitt. sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Nein, Sieht so aus. glaube ich nicht. Weil die gelb sind. Und es sind mehr, als ich erledigt habe. Ich habe sieben oder so erledigt. Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun niemand anderer mehr sein. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Kann ich die erledigen? Ich kann die Axt nicht werfen. Gucken wir mal, was das. Ein Geschenk des Lebens, ein Geschenk des Todes, um für immer zu ersticken, das einfache Oben. Gedanken. Ich kann sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Ach so. 7 von 18. Für jede 6 Raben, die ich quasi platt mache. Oh ne, nicht immer. Nicht immer. Okay, das sind immer weitere. Alles klar. Dann hat es diesmal sogar außerhalb einer Trophäe sogar etwas Sinniges, die Raben zu killen. So, was habe ich da jetzt genau bekommen? Das war irgendeine Rüstung. Erhöht die Heilung durch Heilungssteine, Rage und Ausrüstung. Das ist nichts Schlechtes, ne? Und von der Abwehr her ist die gleich. Ja. Und ich finde, Stratos, sage ich schon. Kratos wird dadurch ein bisschen hübscher. Okay. Dann schauen wir mal, was hier ist. Ich habe das Gefühl, in Niflheim kann man gar nicht so viel machen. Vor allem Odins Augen 0 von 1 und legendäre Truhe 1 von 6. Baum des Kummers 0 von 1. Also es gibt ein bisschen mehr noch, aber Odins Augen ist die Nebenaufgabe, ne? Odins Raben töten, die Geschenke der Raben. Ja, das ist die Nebenaufgabe. So, was machen wir hier? Da ist ein Tor. Das sieht ein bisschen wie eine Kampfarena aus. Hier drüben ist was. Ja. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Aha. Schauen wir uns mal an. Trugere. In der Speisearena können Sie Ihre Fähigkeiten im Kampf testen und verbessern. Sie fügen dort über unendlich viel Gesundheit sowie beschleunigte Abklingzeiten. Ich mache es einfach mal. Vielleicht kriege ich ihn einen Preis, wenn ich das schaffe. Krieg zwar keine Erfahrungspunkte und sonst nichts. Und wenn ich da keine Preise irgendwie kriege, ist es absolute Zeitverschwendung. Aber gucken wir mal. Kommen die unendlich? Wirkt auf mich so. Oh.
ihr, Kratos? Ja, alles gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kommen unendlich. Hinter dir, pass auf! Es kommen immer neue nach. Ich glaube, die kommen echt unendlich. Und dass das wirklich nur zum Trainieren ist. Wie kann man das dann wieder abbrechen? Schon viel besser werden. Ja. Alles klar. Dann kann man hier in Niflheim nicht wirklich viel machen, würde ich sagen, oder? Kampfarena, da gibt's die Raben und sonst ist hier nix. Da frage ich mich, was der andere Scheiß ist, wer unentdeckt ist. Naja. Hebe ich mir dann für ein anderes Mal auf. Vielleicht sind das noch andere Nebenmissionen irgendwie, die irgendwas mit den Raben zu tun haben, keine Ahnung. Alles klar, ich muss nicht nach Svartenheim, ich muss Niflheim, ja, ich will dahin. Ja, wir müssen nach Sindris Haus zurück. Weil wir Tier abholen müssen. Mimir, ich weiß, es klingt komisch, aber erzählst du mir noch mal, was passiert, wenn jemand stirbt? Dann ist er tot. Jedes Lebewesen hat eine Seele. Und jede Seele hat vier Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alben und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Beim Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Nee. Wir haben ja irgendwie was vor. Land der Alben erzählen. Natürlich. Sicher. Alvheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich. Ja, ich bin ja schon mal gespannt, wie das sich im Vergleich zum Vorgänger verändert jetzt. Alfheim. Okay, das sah im Vorgänger ganz anders aus. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Gros Schrein. Zerstörte Geschichten. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Die Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Oh Mann,
Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein. Diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Aber nicht im Vorgänger. Da war es hier schön. Kann man hier runter? Ja. Und was ist dann da? Moment. Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Ich kann hier wieder runter. Das ist eine Rätselkiste. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhen. Sie sind da komme ich von hier aus nicht hin. Aber den Dunkelalpen bleibt kaum eine Wahl. Das ist eine Rätselkiste wieder, wo man diese Flammen entzünden muss. An das eine Ding kommst du bestimmt von hier aus hin. Wie komme ich dann zu den Fackelding hin? Das geht ja dann nicht. Also ich bin safe von hier aus ausgegangen. Oder kann man das von da aus entzünden? Oh, da ist auch noch was versteckt, was ich eben nicht gesehen habe. Also, geht das? Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Zwei dieser Fackeln muss ich jetzt noch finden. Eine ist hier. Und die andere wird versteckt sein. Weil die zwei hier sind ziemlich offensichtlich. Vielleicht erreichen wir die Schale von oben. Was für eine Schale? Ich sehe keine Schale. Ah, da! Ja, Media ist ja allwissend. Da wird was dran sein, was er sagt. Da, der Tempel des Lichts. Der ist erstmal uninteressant. Kann ich da so runter? Ja. Und zack! Gutes Auge. Bifröst-Augen. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich ein Horn oder Apfel bekomme. In jedem Fall sollte es der zweite sein. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah, leider ein Horn. Was heißt leider? Aber Energie ist halt der bessere Preis. Aber hat sich schon mal gelohnt. Ich kann mal gucken, was gibt's hier eigentlich alles? Viel. Viel. Sehr viel. Es ist schon wieder eine etwas größere Welt. Obwohl in der Zwergenwelt, da. Ja, da war ich auch lange und ich habe nur 50% gefunden bisher. Freyr wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein. Ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt. Freyrs Bruder? Ja. Er ist aus einem anderen Holz geschnitten. Freya hat einen Bruder? Ich hoffe, der ist nicht sauer, dass ich seinen
Neffen umgebracht habe. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an einen Stein und kristallisiert. Es wächst wie Moos an einem Baumstumpf. Wahrlich ein Wunder der neuen Welten. Was heißt das? Der Dämmerstein wirft einen Axtwurf zurück. Die Reflexionsanzeige ändert ihre Farbe, wenn sie auf ein Ziel gerichtet ist. Ach so. Oh, wusste nicht, dass das geht. Ich wusste das auch nicht, aber das Spiel hat es mir erklärt. Wozu ist der da? Kannst du damit irgendwie... Schabernack treiben? Das hört sich nicht gut an. Achso, es sind nur so kleine Viecher. Was macht der? Achso, der jagt sich hoch. Okay, zwei Wege stehen wieder zur Auswahl. Tyr und Atreus gehen nach dahin. Das heißt, wir gehen hier lang. Ihr kennt das System. Oh ja, da ist auch eine legendäre Truhe. Kratos, weg da! Der geht hoch. Oh, nicht nur eine legendäre Truhe, auch ein anderes Geheimnis noch. Verstehst du diese Gedichte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Kavias Gedichte. Ein leichter Runenangriff, auch schön. Bruder, was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alben zu einem dürftigen Frieden. Mhm. Das erzählt jedoch nicht von ungefähr, oder? Sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Was? Oh nein! Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen das nicht tun. Wir haben keine Wahl. Wir können blocken. Setz mir zweimal schnell an, um einen Angriff mit einem doppelten blauen Ring zu durchbrechen. Wenn die blocken oder was? Mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn sie es nochmal machen. Ich habe den Tipp leider zu spät gesehen. Alter Kratos! Einfach den Kopf weg! Achso, dann hämmert er den Schild so auf die drauf. Linke Seite, Achtung! Ja, schön durch ihn. Ja, mit dem Schild kannst du diese Deckungshaltung von denen durchbrechen. Aber den kennt Kratos nichts, ne? Kopf abhacken in zwei Teilen. Wird es nicht anders sein? Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein.
Bloß ein Optimist, alter Freund. Ich bin ja gespannt, ob er seinen Pazifismus irgendwann noch aufgibt. Der Kriegsgott. Der will nicht mal helfen, dich die Dinger hier hochzuheben. Oh, gleich die nächste. Ist das auf Zeit? Lass uns erstmal weiter, Bruder. Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Ah ja, sowas hatten wir schon mal. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Mhm. Ja, das kenne ich auch schon. Damit kann ich nichts machen. Noch nicht. Oder es ist später einfach ein Rückweg. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Wie kommen wir rein? Über dieses Rad, ich zeig's dir. Ja, dann mach. Ich dachte, du wolltest mir das zeigen. Ist das Cutscene oder? Ich geh zuerst. Ja. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Mhm. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Okay. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Gut gemacht, Atreus. Ja, kommandieren kann er. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Mhm. Hui. Festes Licht. Das ist hübsch hier. Manches ändert sich wohl nie. Kann ich da einfach durch? Nein. Und jetzt? Über der Tür ist ein Lichtkristall. Ja. Seltsam. Sonst klappt das. Ich habe eine Vermutung. Ja, ich sehe es. Der Dämmerstein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. War das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Ich will keine Überraschungen. Warum kann ich da nicht hin?
Das Licht! Ah! Oi. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwitter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Mhm. Ui, da ist eine dicke Truhe für mich. Und was ist das da vorne? Ist das nur Deko oder kann ich damit was machen? Da kann ich gar nicht drauf, ne? Ja, Kratos ist ein mächtiger Göttermörder, aber springen kann er nicht. Moment, gibt es hier noch andere Kristalle? Ganz in Ruhe gucken. Anscheinend nicht. Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Nein, ich denke nicht. Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Lasst mich reden? Ich glaube, das wird nichts. Eine Bombe? Noch mehr? Ja. Tschüss! Ja, Tier, mit Reden ist wohl nicht. Arme Seele. Seltsam. Ich kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Ja, und wie? Spuck's aus! Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Folgt mir, Freunde. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Ja. Und gut auch, dass er so beweglich ist. Aber wir sind am Ende der Folge, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like und Abo da. Das würde mich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.